Willkommen zurück bei einer neuen Runde GTA Online. Heute beim Rennen, wo zumindest der Fjalk, der auch mit dabei ist, denkt. Hallo Fjalk. Hallo. Erstmal. Dass wir es vielleicht schon mal gehabt haben. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Mit dabei ist aber auch natürlich üblich unsere Sonnenschein, die Demeter. Hallöchen. Ein fremder Mensch, den ich gerade nicht rausgeschmissen habe. Der Shadowrunner ist mit dabei. Der Sender. Hey. Meine Wenigkeit, der Becken Orange und Dog HDX. Mal gucken, wie lange der überhaupt dabei ist. Wäre jetzt schön, wenn er die Playlist gewinnt. Wie ist der denn da jetzt reingekommen? Ich hatte Spielersuche offen gelassen versehentlich. Okay. Es wird hier empfohlen, wenn man es auf einfach haben möchte, sollte man doch vielleicht die Sanchez nehmen. Und ich nehme die Sanchez natürlich mit Beschriftung Patriot Beer, weil wir sind alles Patrioten. Natürlich. USA. Meine Statistik toll. 10 gewonnen, 129 verloren. Ich habe auch 45 gewonnen, 269 verloren. Das ist auch im Verhältnis. Ist das nicht das mit dem Kreisfahren an der Wand Kram? Nein, das war mit so einem Wagen. Nee, wir hatten doch auch eins mit. Ach ja. Hui! Aua! Ah, scheiße, wir haben auch alle den nächsten Punkt. Ein kleiner Tipp, man sollte da nicht rüberfahren. Und nein, wir hatten das Rennen bisher noch nicht. Nee, man muss nicht zurück, oder? Wo muss man lang? Doch, man muss zurück und man muss hier hoch. Na super. Na scheiße. Hoch? Ach, da hoch. Man muss hoch, man muss nicht runter. Mhm. Ja. Gott, das ist ja... Das hätte man mal vorher wissen müssen. Mal drüber gesprungen. Wie soll man da denn hochkommen? Also... Du fährst langsam die Rampe hoch und fährst dann hier hoch. Zur Not setzt sich einfach eben zurück. Das Gute ist, das Motorrad ist ja an sich die Sanchez ist ja an sich recht flexibel. Und wahrscheinlich sagt der Sender gleich wieder, was sucht ihr euch immer für Strecken aus? Okay. Ah. Ja, ein kleiner Tipp, fahrt nicht zu schnell, weil sonst verpasst ihr wahrscheinlich, wo es lang geht. Danke. Oder fahrt schön, nur schnell, wenn ihr seht, dass... Ich bin auch wegen dir runtergefallen. Ich hab dich aber nicht gestorben. War keine Absicht. Mhm. Ändert das was? Huch. Hm. Komm, hier wieder hoch. So. Ah, scheiße. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man da rüberkommt. Der Fjalk hat es ja schon geschafft. Hier bei den Bänken sein. Nein, bloß nicht zu viel Gas geben. Fjalk, ich glaube, bei den Bänken ist noch keiner von uns. Wenn ihr Bänke seht, gibt da nicht so viel Gas. Und Shadow, wenn du zurückgesetzt, du kannst dich ja zur Not auch zurücksetzen. Ja. Mach ich oft. Sehr oft. Hä? Wie? Oh. Demeter, da wo du bist, von der Rampe davor, da ein bisschen mehr Schwung nehmen und dann kommt man da auch rüber. Ja, das hat mir gerade noch nichts gebracht, weil ich, rückwärts vom Motorrad runtergefallen bin und gestorben bin. Achso, ja, das kenne ich. Wer denkt sich denn sowas aus? Weil wir auch noch nicht. Da beschwert sich nochmal einer, Fjalk, über deine oder meine Strecken. Das mache ich eigentlich nur alles deswegen. Weil ihr immer gesagt habt, dass unsere Strecken so scheiße sind. Das hat mich tief getroffen. Mich und meine Familie. Uah. Nee. Fjalk, bist du schon im Ziel? Ich habe auch noch keine Ahnung, wo das sein soll. Ich bin gerade bei den Ventilatoren. Ich dachte gerade, weil du hast so mitgelacht, als würdest du den zugucken. Und würdest campen. Ich habe mich nur über die Geräusche gefreut. Ja, das kann ich verstehen. Oh. Jetzt weiß ich ja auch, was du mit Denken meinst. Hm, das weiß ich jetzt auch. Wo ich leider nicht zugehört habe, was bei dem Ding ist. Da musst du extra viel Gas geben. Nein, mein Barsch hinter niemandem. Komm nicht hoch. Nein. Oh, cool, aber ich habe den Punkt noch gekriegt. Verkackt, aber den Punkt bekommen, das ist ja das Wichtige.
Scheiße, wo geht's denn hier weiter? Shadow, echt? Du fällst. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Ja, es geht alles. Nee, ich weiß. Man muss... Bist du bei dem Treppenmeister? Wenn du mich jetzt hier runterschubst. Ach Gott, ey. Nein, ach, ich bin so ein Idiot. Hänge fest, ich komme nicht mehr weg. Der Sender denkt sich wahrscheinlich, mit denen spiele ich jetzt nie wieder. Das GTA. Hat er sich schon beim ersten Mal gedacht, hat er mir gesagt. Ja. Sender, aber du darfst auch gerne dir selbst auch mal eine Playlist erstellen. Wir können auch gern mal eine Playlist von dir spielen, wo wir dann nur die Standard-Rockstar-Strecken spielen, die ja auch alle gut sind. Oh, und wie Rockstar. Kommst du darauf, dass eine Playlist von mir nur Standard-Rockstar-Sachen wären? Nein, ich glaube nicht, nein, aber es klang ja doch schon so beim letzten Mal. Das klang jetzt gerade schon so ein bisschen... Nein! Da machen wir den langweiligen Scheiß. Nein! Vergiss es. Ich meine, wir haben genug Episoden, wir haben ja genug Episoden, die anderen Strecken gespielt. Oh, Steffen, du wurdest überholt. Von einer Weile, aber. Ich komme da nicht hin, verdammte Scheiße. Oh, hallo Steffen. Ich bin tot. Lange Y drücken, ganz wichtig in diesem Rennen. Oh, anscheinend habe ich doch den Punkt erwischt. Nein! Komm hier nicht hoch! Hoch! Nein! Aber das Schöne ist, man klatscht so geil auf den Boden. Das finde ich gut. Oh, da ist ja schon das, Fjalk, du siehst auch das, was ich sehe, ne? Ich hab immer beim Rückwärts. Ja, ich sehe es, aber ich weiß noch nicht, wie ich hinkommen soll. Hier Gas geben und nach hinten ziehen? Das ist mein Plan, aber ich hab das nicht so, wie ich das will. Komm hier nicht hoch. Jetzt mache ich das, was der Fjalk vorhin bei der einen Strecke, wo ich dachte, mich kann eh keiner mehr einholen. Tipps, wie man hier gemacht hat. Ich sehe dich noch nicht. Sobald ich dich sehe, kann ich dir Tipps geben. Außen rum? Links. Ja. Eventuell ist das ein guter Tipp. Das ist anscheinend ein sehr guter Tipp. Na, ich komme jetzt hier hinten nicht hoch. Klein doch. Nein. Ach, geschafft. Komm da nicht gerade rauf, ich falle immer wieder runter. Also ich gucke jetzt nicht dem Pferd zu, das ist... Langweilig. Nee, ach, das schaffst du schon. Also vielleicht zu. Kurz vor... Ja, okay, jetzt doch. Das war so meine, oder? Mann. Sender, was war... Ja, passt schon. War es aber nicht schuld. Genau, einfach... Hm. Und wenn du da hochfährst, dann da gleich ein bisschen rechts halten. Nein. Muss mir nicht immer alles nachmachen. Das macht doch so viel Spaß. Also noch habt ihr Chance, Dritter zu werden, weil Fjalk scheinbar... Ach, doch nicht. Bäh. Wenigstens hat der Countdown schon begonnen. Ich wäre eigentlich gerne noch ins Ziel gekommen, einfach nur wegen den Punkten und so. Und EP. Hatten wir nicht sowieso mal gesagt, wir warten? Ja, aber da war das schwierig. Also. Ja, da gebe ich recht. Wenn du da hinten hochspringst, dann bist du auch eigentlich schon quasi, wenn du den Sprung erstmal geschafft hast. Hat erst angefangen und ich möchte nicht wissen, wenn ich über die Rampe, die da gebaut war, gekommen wäre, dann hätte ich das vielleicht noch steuern können, aber da bin ich gar nicht erst hochgekommen, deswegen musste ich von einer anderen Stelle kommen. Und da konnte ich dann das nicht mehr steuern. Ich glaube, man kann den auch sind nicht mehr aus der Playlist. Wir lassen den Gast gewinnen, ne? Nee. Oh, schön, dann haben wir endlich mal einen anderen Gewinner als den Bacon. Gut. Nein, aber es kann ja auch sein, dass er von selbst rausgeht. Jetzt kommt, ein neuer Modus. Und zwar, der Läufer versucht mithilfe des Offensivteams über die Linie zu kommen. Das Defensivteam tut alles in seiner Macht Stehende, um das dann zu verändern. Dann ist eigentlich gut, dass wir und ich sag, das ist und ich sag einfach warm, mal... Ja, das habe ich mal gesehen. Das ist quasi Football. Zwei oder drei Runden, was soll ich machen? Mach ruhig drei.
Weil rechts dieser Punto oder was das ist der Läufer und die Buggies sind die. Ich glaube, die Gegner haben auch diese. Das ist wie mit dem Fahrrad und dem LKW, was wir letztens mal gespielt haben. Ich weiß nicht, ob man nebenbei noch Waffen benutzen kann. Ich habe hier keinen. Also mich erinnerte das ja eher an Smart als an Punto. Ja, oder Smart halt. Ja. Ah ja, ein Läufer, zwei Verteidiger und zwei Angreifer. Wir fangen an in der Defensive. Ja, wer ist der Läufer? Ich bin mit dem Random in der Offensive. So, dann bin ich auch mal gespannt, wie die nicht vorbeilassen. Na, wir müssen den einen müssen wir halt aufhalten. Hilf den Läufer zur Endzone und zu rennen, okay. Ist durch. Scheiße, ja, das ist durch. Ah, da wird sogar gepfiffen. Ich bin so gut. Ah, das war gerade. Das war gerade von der Verteidigung, da haben. Ich hab's irgendwie nicht so ganz gereicht. Ja, ich hab's auch nicht so ganz gereicht. Ich dachte im ersten Moment, wir müssen den Läufer verteidigen, weil wir die Defensive sind. Aber es ist Football, was der Schalke natürlich gleich gemerkt hat. Und lustigerweise haben wir als Verteidiger mehr Punkte bekommen. Ja, weil wir es gut verteidigt haben. Brauche ich mehr Geld. Ja, Geld. Ach, Geld. Doch nur um die Ehre hier. Wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde, dass ich mit euch spiele, ja, dann wäre das hier aber. Wie, du kriegst da Geld für? Ja, Koks und Nutten kriegst du. So, ich würde vorschlagen, unser Läufer bleibt hinter uns. Und wir machen vorne bitte eine Linie, um ihn zu schützen. Komm dann bitte ein bisschen wieso vor. Wieso ist da vorne überhaupt ein Auto neben uns? Komm neben mich. So, und du bleibst hinter uns. Dann musst du irgendwann ausbrechen. Hat nicht so ganz geklappt. Du musst jetzt aber schon fahren. Danke. Danke fürs Drehen. Ja. Danke fürs Drehen. Irgendwer hat mich gerade gedreht und das hat mir geholfen. Yay. Das ist alles sehr random, glaube ich. Das ist aber, würde ich sagen, sehr schneller Modus. Warst du da langsam als ich? Ja, das stimmt. Weil ich ja versucht habe, hinter Shadow zu bleiben. Was nicht so ganz geklappt hat. Dieses andere Auto hat mich da voll irritiert. Ja. Ich hätte weiter hinter dir bleiben sollen, Shadow, damit ich. Ich hatte zu wenig Schwung, als ich dann seitlich weg bin. Und dadurch haben sie. Aber das ist egal. Ich meine, wir haben den Punkt gemacht. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt wirklich als Defensive müssen wir jetzt mindestens einmal gewinnen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Sonst haben wir nämlich automatisch verloren. Ja, das wäre das Übliche, wenn eine Seite. Das ist vielleicht auch mal wieder ein Modus, der zu 5 vielleicht sogar ein Tick fairer ist, weil man dann halt. Dann hast du wieder nur einen Verteidiger. Nee, dann hast du wieder nur zwei Verteidiger. Zwei Angreifer, zwei Verteidiger, ein Läufer. Ja, nee, ist wahrscheinlich auch nicht fairer. Sollen wir versuchen, eine Wand aufzubauen? Ich weiß es momentan noch nicht. Ich habe noch nicht so die gute Taktik. Warum krempelt der mich an? So, und jetzt müssen wir ihn verhindern, dass er hier wegkommt. Nein! Scheiße, wir müssen. Ja. Gut zugestellt. Wir warten jetzt gerade der Läufer. War das bei euch wieder das der gleiche? Das war der Random. Okay. Oder? Ja. Das war der Random. Ja. Na, ich habe gerade nicht so auf die Namen geachtet. Ja, ich auch nicht. Also dieser Modus Running Back ist schon ein bisschen länger im Spiel und ich glaube, es gibt 3 oder 4 Running Back-Karten. Eigentlich total passend würden wir diese Folge sozusagen mehr oder weniger live zeigen, weil am Sonntag ist Super Bowl. Richtig, Fjark? Richtig. Ja. Wie spannend. Ja, wenn wir mal. Du wolltest ja nur mal gesagt haben. Wie spannend. Ja, vor allem endlich halt mal wieder so ein Spiel, das ich einfach nur genießen kann, weil kein Arschteam dabei ist. Einfach egal ist, wer gewinnt, von meiner Sicht her. Ja, ich kann es leider nicht, zumindest nicht abends live sehen, weil das ist ein bisschen zu spät. Ich werde wahrscheinlich niemals
der Läufer sein. Oh Scheiße, ich bin da. Rettet mich. Ja, mal schauen. Ich gehe hey, haben jetzt gleich rechts vorbei. Gewechselt? Nee. War der Plan. Ah, ich halte den einen hier an der Wand fest. Ja, sehr gut. Aha. Das war's. Problem ist, wir müssen. Und dann fiel mir ein, da ist ja mindestens einer, ja. Der mich jetzt, der das gar nicht hören sollte. Achso, ich dachte, du sagst deswegen, ich gehe jetzt rechts vorbei, weil du links vorbei gehst. Ich dachte, das war dein Plan. Ich habe geglaubt. Ich hatte gerade irgendwie so dieses. Ich kann es ja ruhig sagen, der andere hört mich ja nicht. Und dann fiel mir ein, warte, jetzt ja mehr als einer. Das ist ja blöd. Egal. Demeter, warst du schon immer im Team mit Sender zusammen? Bei ja. Dem Event? Ja. Echt? Oh, ey, ich merke auch irgendwie gar nichts, glaube ich. Du auch am Trinken. Auch. Ja, aber eigentlich nur Wasser. Mit Sender zusammen nicht, und dem Random. Die ganze Zeit ich schon. Ich weiß nicht, was hier im Wasser drin ist. Wer ist denn der Läufer bei euch? Das könnt ihr ja zumindest verraten. Also ich nicht. Das müsste ja jetzt eigentlich Demeter sein. Achso. Weil Sender auch nicht sagt, wird es wahrscheinlich wieder der Random sein. Doch gerade ich gesagt. Oder oh, ist Sender? Ja. Hörst du mir eigentlich zu? Hä? Nee, das hat er auch früher noch nie gemacht. Zuhören ist was für. Was war das? Scheiße, er heißt euch. Das war ganz schlecht. Aber wirklich. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig blockiert. Ja. Ja, ich glaube, was vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee ist, wäre wirklich als, obwohl, ja, scheiß drauf. Nee, du musst ja eigentlich schon auch ein Stück nach vorne fahren als Verteidiger. Keine Ahnung, ich habe dieses Event mir aber auch noch nie angeguckt. Gratulation dem Siegerteam. Danke. Wir sind jetzt hier aber am Ende der Episode angekommen, wenn ich so auf die Zeit gucke. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.